Schnell, Kacke! Höhe! Ein Schreiben für das Phantom von Yarikawas Rache. Da ist eine Nachricht. Eitaru hat unser Volk verraten. Er ist im Lager in der Nähe. Beendet sein wertloses Leben. Bestimmt das Lager der Überlebenden. Fürst Sakai, wie können wir euch helfen? Wer von euch ist Heitaro? Das bin ich. Jemand hat das Phantom von Yarikawas Rache gebeten, euch zu töten. Aber warum denn nur? Er ist ein mongolischer Spion, schleicht sich nachts stundenlang davon. Sagt nicht, wo er hingeht. Ich habe nichts Falsches getan. Wenn ihr den Mongolen helft, finde ich das heraus. Das würde ich nie tun. Bitte, lasst es mich beweisen. Bringt ihn dazu zu gestehen. Ich erkläre es euch. Doch nicht hier. Folgt mir. Ich kann nicht glauben, dass man mich tot sehen will. Ihr solltet euch eher um mich Sorgen machen. Ich bin real, das Phantom nicht. Aber mein Herr, ich hab's gesehen. Wirklich? Wo? Auf der Straße. Drei Banditen wollten mich ausrauben. Das Phantom tötete sie und verschwand. Hierher komme ich nachts, mein Herr. Ein Grab. Wer liegt hier? Sein Name war Tojiro. Wir standen uns nah, doch seine Frau und Familie sind im Lager. Ich kann meine Besuche nicht erklären, ohne ihnen weh zu tun. Ich verstehe. Doch die Menschen im Lager tun das nicht. Und sie haben Angst. Ihr seid dort nicht sicher. Wo soll ich sonst hin? Begebt euch nach Ariake. Geht, bevor es zu spät ist. Danke, mein Herr. Ja.
Das ist eine Nachricht für das Phantom von Yarikawas Rache. Die Mongolen versklaven unser Volk. Sie haben am Kushi-Fluss ein Lager, nicht weit von diesem Schrein. Vernichtet sie. Das ist mein Kampf, nicht der des Phantoms. Das Phantom hat die Pferde getötet. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Eine Mongolin. Japaner. Warum mussten sie sterben? Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig. Ich befreie euch. Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein. Noch ein Schrein für das Phantom. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Ein Kampf in der Nähe. Das Phantom. Durch die Öffnung da unten kommt man hinein. Schon sehr lange jemand. Ein Banner des Yarikawa-Clans. Von einem Yarikawa-Samurai. Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen.
Kage! Noch eine Phantomopfergabe. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Schnell, Kage! Mein Herr. Fürst Sakai! Sagt mir, wo ich den Garten der Götter finde. Ihr seid nah dran. Haltet Ausschau nach den Götterstatuen, die Sonkaku, der Bildhauer, geschaffen hat. Sie bewachen den Garten. Das Phantom! Es war gerade hier! Ihr habt es gesehen? Wo ist es hin? Zum Garten der Götter. Deshalb sind dort wohl all die Glühwürmchen versammelt. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Ein Schrein. Doch kein Phantom. Diese Nachricht ist für mich. Yarikawas Rache erwartet euch. Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstarb. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich für euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle. Einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Yarikawa ist euer Grab. Ja. Ja. Oh.
Ich lerne. Ich weiß, wie ich euch besiege. Nein, ihr werdet sterben. Ihr wart eine große Kriegerin, doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. So. Das ist ein braves Pferd.
Bravo! Na los! Hinweis! Ready! Gut, dass ihr Yarikawa trotz der Rebellion geholfen habt. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Das tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Gibt es Neues? Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Bucht. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist. Niemand kennt das Meer wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Hier. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit. Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient, doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes. Doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Die haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Habt ihr laufen. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan.
Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen... Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß, Fürst Sakai. Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Wende deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Tsushima! Bereit, okay. Tötet die Stärksten zuerst! Hervorragend, Jin! Gut gemacht! Das waren dann alle! Vorwärts durch das Tor!